fahren jetzt halt nach Gräfenhainichen. Da wart ihr ja schon mal? Nein. Ich dachte, das wäre hier Gräfenhainichen. Ich wusste nicht mal, dass der Ort so, ich habe keine Ahnung. Aber was ist denn jetzt der Unterschied für Ruhpolis? Ist das einfach so eine Halbinsel jetzt da hier? Ja, oder was ist? Also eine Location einfach, ne? Ja, na, das war halt hier, sie haben doch hier irgendwas abgebaut und das machen sie jetzt nicht mehr. Das ist Industriegebiet. War mal. Wann haben die das geschlossen? Muss ich das wissen? Bin ich schlecht vorbereitet? Oh Gott. 1991. Zum Glück haben wir einen wohlinformierten Fahrer, ey. Braunkohle oder Abgas? Nämlich Braunkohle. Braunkohle? Ja. Pilgrim and a stranger. I journey here below. Distant is my country, the home to which I go. Here I must toil and travail, oft weary and oppressed. But there my God shall lead me to everlasting rest. Oh, das ist ja witzig. Das ist sogar in der Zusammenarbeit mit dem Meld, oder? Ja, da auf jeden Fall. Aber wir können jetzt reingehen und schweigen. Ja. Erstmal müsste ich halt, naja, ich bin halt... Kannst du dir nicht den Beutel hier überwerfen? Zieh den Beutel an, Nico. Ich glaube, das geht nicht. Zieh den Beutel an. Schön kühl war das schon da drin, ne? Ja. Sehr schön kühl. Ich habe aber das Gefühl, dass vor 10, nein, vor sagen wir mal 20 Jahren die Eiskugeln größer waren. Also als ich mir da noch... Du warst kleiner. Also ich bin jetzt auch nicht so groß geworden. Die haben auch nicht 82 Euro gekostet. Nee. 50 Pfennig. Hast du sogar noch Streusel mit dazu bekommen. Da gab es auch noch Eiswagen. Ja, hier bin ich immer hinterher gerannt. Irgendwas hat er immer gemacht. Und jetzt kostet ein Eis, wenn man es so sieht, 2 Mark. Du sprichst wie meine Oma. Ja, manchmal hat man so diesen Nostalgie-Input. Vielleicht kommt das auch durch Gräfenhainichen, weil es so verschlafen aussieht. Oh, ist das kalt, Mann. I think the demons in the back of your head will win. I'm building up a wall for you to hide in. I'm breaking down these rocks is my endeavor. We're searching for this ravaging liar. Well, I've been the one. Ist aber schön, guck mal, man sieht die ganzen Kräne da hinten. Ja. Und was passiert eigentlich, wenn das Meld und Splash nicht ist? Ist es einfach nur leer? Oder? Ja, es ist vor allem, können die Leute vor allem schlafen, weil es nicht so laut ist. Und die müssen tagsüber sich nicht in der Kirche verstecken, weil überall irgendwelche Druffis rumliegen. Ja. Das sind so die Hauptunterschiede, glaube ich. Wart ihr eigentlich schon mal im See, heißt das? Ja. Wie mockig ist es da so? Es geht eigentlich voll. Also wir waren drüben, das war aber so ein abgesperrter Bereich für so eigentlich die Crew vom Meld. Und das war echt schön. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, dass man nicht irgendwie seinen Fuß verletzt. So. Aber eigentlich voll schön, das Wasser ist relativ sauber gewesen. Wir waren auch am ersten Tag da. Aber es ist echt, gegen die Hitze ist super. Also ich finde es ganz schön. Würdet ihr auch herkommen, wenn nicht gerade irgendwie Festival ist? Ist doch, ich meine, Eisdiele, Kirche, krasser Aussichtspunkt, See. Ja, es fehlt ein Kiez. Ach so. Es fehlt überhaupt alles, bis auf die Eisdiele. Wollen wir dann wieder gehen? Lass uns zum Meld gehen.